Wir beschäftigen uns jetzt schon mit der Frage, wer denn in der kommenden Saison in der Champions League ist. Weil, wenn man mal auf die Bundesliga-Tabelle schaut, dann sehen wir, der Kampf um Platz 4 ist so ein bisschen der neue Kampf um die Meisterschaft, solange Bayern und Dortmund sich mit mindestens 6 Punkte Abstand begegnen. Wir können uns einmal die Situation in der oberen Tabellenhälfte anschauen, wie es da aussieht rund um den begehrten Platz 4, der ja auch direkt zur Qualifikation für die Champions League berechtigt. Da kommen dann 25 Millionen schon mal auf jeden Fall reingeschneit. Ja, plötzlich ist Hoffenheim wieder hochgesprungen durch den 2:1-Sieg in Wolfsburg, Herr Reif. Wir haben Freiburg punktgleich mit Hoffenheim aktuell. Der erste FC Köln mit 35 Punkten, Leipzig noch ein Spiel weniger, 34. Und dann ja Mainz und Union, selbst die können sich zumindest noch beim Blick auf die Tabelle sagen, naja, also ganz abwegig ist das nicht bei nur 3 Punkten Rückstand. Fangen wir doch einmal mit dem ersten FC Köln an, weil nirgendwo macht Träumen mehr Spaß als in Köln. Das weiß auch Trainer Steffen Baumgart, der nämlich nach dem 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gefragt wurde, ob sich jetzt die Ziele denn schon verändert haben. Das Thema ist ja da, das wissen wir auch, worüber gern gesprochen wird, aber das passiert ja durch Punkte. Wenn wir nicht aufhalten, wenn wir weiter punkten, werden wir es nicht aufhalten, und wenn wir nicht punkten, dann mir ist es nur zu schnell, wenn ich jetzt von irgendwas rede und man schafft es dann nicht. Ich erinnere gerne an DFB-Pokal. Dann habe ich immer das Gefühl, als wenn ich den Leuten was wegnehme. Und deswegen denken wir Woche für Woche. Wir haben nächste Woche ein ganz, ganz schweres Spiel gegen Fürth. Ich glaube, man sieht, wie gut Fürth im Moment steht. Das wird ein ganz schweres Auswärtsspiel. Und darauf konzentrieren wir uns. Und wir werden alles daran setzen, da zu gewinnen. Ist aber keine Garantie. Und deswegen freuen wir uns auf jedes Spiel. Ich finde, die Jungs haben heute ein gutes Spiel gemacht. Nicht unverdient gewonnen und haben jetzt 35 Punkte. Mitte Februar, der erste FC Köln hat 35 Punkte. Wenn Sie mir das im Sommer gesagt hätten, weiß ich nicht, wie viel ich gewonnen hätte bei jeder Wette, die ich gemacht hätte. Ja, also Steffen Baumgart versucht, den Spagat hinzubekommen, Herr Reif. Was? Keine Chance. Wenn wir jetzt so eine Minute reden, wären die ersten Motivwagen für den Karnevalsumzug. Karneval diesmal im Mai. Würde ja passen, weil sofort Dann möglicherweise wieder alles erlaubt ist. Sofort. Ja. Haben Sie mal in Köln gelebt? Sogar geboren. Ah. Ich habe da ein paar Jahre gelebt, habe da Fußball erlebt und oder das, was da zelebriert wurde als Fußball mit allen Tiefen und allen Höhen. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Modest ist ja der Mann, den man auch gerade neben Baumgart, den man das gerne umhängt. Der hat jetzt zum dritten Mal in dieser Saison einen 1:0-Sieg herbeigeführt. Also wirklich auch tolle Entwicklung, die er nach seiner Rückkehr zum FC da genommen hat. Und er hat das jetzt nach diesem Frankfurt-Spiel auch so schön gesagt. Das ist halt Köln. Nach 2 Siegen wird die Champions League geplant. Nach 2 Niederlagen schauen wir uns an, wer in der zweiten Liga nächstes Jahr unsere Gegner sind. Da gehe ich nicht mehr hin. Also beim FC kannst du vergessen. Ist mit mir nicht zu machen. Nach 2 Niederlagen. Nach 2 Unentschieden. Der erste Sieg. Du, wenn wir nächste Woche einen Punkt holen in Fürth, dann sind wir oben dabei. Aber da sage ich, ist Champions League ein Thema. So. Das ist doch das, was Köln so hinreißend macht. Das ist doch, können Sie es schaffen? Also klar, kann man sagen, wenn man zu dem Zeitpunkt der Saison so nah dran ist. Aber diese Mannschaften da rund um Platz 4, wie wird sich das sortieren? Ich bewundere ja Ihre Euphorie über diesen Kampf um Platz 4. Es ist kein echter, meinen Sie? Ja, es ist ein echter, aber ist es ein Kampf oder ist es eins? Pass auf, ich gehe mal einen Schritt zurück, mach du mal jetzt wieder. So, Hoffenheim hatte eine so und dann ging es aber so richtig. Da haben sie zu Hause gegen Freiburg im Pokal raus und so und dann waren die weg. Da hatte das Gefühl, oh weia, jetzt geht es aber so richtig runter. Die anderen haben gesagt, so, jetzt machen wir mal Pause. So, jetzt ist Hoffenheim wieder Vierter. Wolfsburg und wer gewinnst du? Und schon bist du Vierter. Also, Der da eine Stabilität reinkriegt. Und ich glaube, natürlich ist Leipzig die Mannschaft als auch die übrig gebliebene Mannschaft nach den Abgängen. Ist vom Potenzial her wahrscheinlich der designierte Vierte. Aber dafür müssen sie was tun. Geschenkt werden sie es nicht kriegen. Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Und das ist doch gut, ehrlich, weil es, wenn das ganze Gejammer, Bayern sind so weit weg und Dortmund und das ist alles so und Leverkusen, die können auch mal verlieren, ändert sich gar nichts. Ein Satz zu Leverkusen, das kann doch nicht sein. Die feiern wir hier am Freitag ab, Tabellenführer. Und was habe ich gesagt? Kein Wort mehr zu Leverkusen, weil sie, wenn wir sie jetzt loben, sagen die. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass dieser Verein so schlicht funktioniert. Sobald sie irgendwie wieder was vor Augen haben, verlieren sie 2:3 in Mainz.
Ich habe meinen Sohn besucht gerade jetzt am Wochenende und musste meinen Enkel, der diehard Bayer-Fan, der größte Bayer-Fan unter der Sonne, den musste ich den ganzen Tag trösten nach dem Mainz. Das durfte nicht drüber gesprochen werden. Ich sage, sag mal, aber nein, kein Wort mehr zu. Haben Sie den darauf vorbereitet, dass er nie in seinem Leben einen Pokal gewinnen wird? Das können Sie mit einem 9-Jährigen, 10-Jährigen nicht machen. Das geht. Dem ein bisschen Hoffnung. Da ist Opa schon ein bisschen gefordert, auch nicht falsche Hoffnungen zu wecken. Ja? Lass uns Rudi Völler anrufen, was der sagt. Der geht unter die Decke. Ja, aber nochmal. Aber die werden es schaffen als Dritter. Ja, klar. Weil dazu sind sie zu gut. Und selbst dieses, man kann nicht jede Woche gewinnen. Also ja, wir gewinnen mal, wir verlieren mal, Leute. So ist das im Fußball. Nein, so ist das nicht. Wenn du Spitzenmannschaft sein willst, Champions League spielen willst, musst du mal durchziehen. Sie werden es schaffen. Aber danach Platz 4, wirklich. Das ist das, was die Bundesliga doch auch sehenswert macht. Also wenn du sagst, und dass die Bayern meinen Bochum verlieren, das war ja nicht auf der Rechnung. Aber so, der Kampf um Platz 4 ist sicher eines der Highlights. Sagt der Romantiker in Ihnen hoffentlich Freiburg? Hoffentlich gern Freiburg, aber genauso gern jeder, der es dann packt. Freiburg muss dann aber auch gewinnen. Und nicht so in den letzten Wochen, da hattest du das Gefühl, auch zu viel, möglicherweise zu viel Gerede von außen und so, dann war ihnen so ein bisschen die Luft ausgegangen. Die sind ja als Dritter in die Winterpause gegangen, also können sich eigentlich schon so ein bisschen länger mit dem Gedanken vertraut machen, dass es gehen könnte. Jetzt rufen wir Christian Streicher und sagen, aber Champions League, oder sonst ist hier was los. Da haben sie die nächste unter der Decke. Ist das verständlich, dass die alle so defensiv damit umgehen? Ja, weil sie doch, schau mal, Freiburg geht in jede Saison, jetzt mittlerweile nicht mehr. Jetzt sind sie ein stabiler Bundesliga-Club. Aber sonst gingen sie lange Zeit in eine Saison rein, wenn wir nicht absteigen, sind wir Deutscher Meister. Das ist unsere deutsche Meisterschaft, da können die anderen reden, was sie wollen. Es gab immer was zu gewinnen. Wenn die aber zulassen, dass sie um Platz 4 spielen, haben die was zu verlieren, nämlich den Champions League Platz. Und dann sagen die, weil die in Freiburg zum Beispiel, weiß ich, die wissen, wo sie herkommen, was sie sind, was sollen wir zu verlieren haben? Einen Champions League Platz? Aber seid ihr alle verrückt geworden mittlerweile? Aber die Tabelle gibt es her. Sie werden es nicht ablehnen. Also das sagen sie alle, auch Baumgart, wenn sie es schaffen, werden sie es nicht ablehnen. Ob es dann reicht in einer Gruppe mit Real Madrid und dann mit Benzema und darf Haaland man diesen Gedanken eigentlich aussprechen? Also ich kann ja jeden Fußball, ich habe da gestern mal dran gedacht, als die Kölner so gefeiert haben, sagte, wenn man dann die Saison beendet und man sieht da Platz 4, da wird eine Woche durchgefeiert. Mhm. Und dann sagt man sich, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich genau, abgesehen natürlich von einem tollen Erlebnis, diese Champions League Vorrunde spielen zu dürfen? Kader? Möglicherweise wird das einzige Mal bleiben auf lange Sicht, dass wir in der Champions League dabei sind. Und welche Auswirkungen hat es auf die Bundesliga, die am Wochenende stattfindet? Aber natürlich als Sportler kein Gedanke, den man zulassen darf. Nein, die Freude über so etwas wäre zu Recht und wäre großartig. Und die kriegst du einmal im Leben wahrscheinlich in Köln oder in Freiburg oder in Mainz oder wer da noch mit dabei ist. Fragen Sie alle, die mal Champions League gespielt haben. Ja, aber du darfst natürlich dann im Erfolg, da werden die größten Fehler gemacht. Wenn du mal einen so einen Erfolg hast und dann sagst du so, jetzt hat's Manna geregnet und jetzt gehen wir mal richtig ein, Schatz, wir gehen shoppen. macht man die größten Fehler. Nein, ich glaube, das sind, lass uns das spannend halten, wirklich. Keine Einwände. Macht einen Verein Spaß. Wo man ja wirklich denkt, ist Fußball vielleicht doch Mathematik? Kruse verkauft, drittes Spiel, dritte Niederlage. Naja, wir reden aber über Union und auch da, zu Recht werden die uns doch entgegenhalten, ja, was habt ihr erwartet? Also Kruse ist ein guter Spieler, ja oder nein, würden die uns fragen. Dann sagen wir, ja, na klar, einer, der den Unterschied ausmacht, ja, was ist für dich Unterschied? Aber den alleinigen Unterschied? Wenn es um die Qualität geht und wenn es dann eng wird und Union hat Mitbewerber in ihrem Teich, in dem Betreffenden. Und da ist einer, der das Ganze belebt auf seine Art, macht so sehr den Unterschied aus, ja, glaube ich schon. Und in Wolfsburg, gut, das ging jetzt schief, aber erstaunlich. Ein Spieler wie Kruse, nicht der Jüngste und nicht der Modellathlet und was weiß ich alles. Hat diesen Verein irgendwie getragen. Ja, und das wissen sie auch. Und damit mit der Trauerarbeit und auch mit der Trainingsarbeit sind sie beschäftigt. Jetzt das Ganze wieder auf ein anderes Fundament zu stellen. Und wird Zeit, weil sonst, die sind welche, denen haben wir eingeredet, so, jetzt seid ihr aber Champions League-Contender hier, aber hallo. So, die hatten was zu verlieren und jetzt, das wäre ungerecht.
dass die da sind, wo sie sind in der Tabelle, ist immer noch großartig.